Bei Mysteries kennen wir keine Grenzen. Und deswegen werden wir heute einen der mystischsten und unheimlichsten Orte aus ganz Deutschland aufsuchen. Für die Leute, die Mysteries noch nicht kennen, in Mysteries gehen mein bester Freund Berken und ich den spannendsten Geschichten aus ganz Deutschland auf den Grund. Dabei erleben wir immer wieder neue Abenteuer und stellen uns unseren Ängsten. Falls ihr also noch nicht Abonnent von diesem Kanal seid, dann tut das auf jeden Fall jetzt. Bei dem heutigen Ort handelt es sich um die verlassene Urologenvilla Anna L., welche seit über 30 Jahren in der reichen Siedlung verlassen ist und seit jeher vor sich hin rottet. Zwischen 1930 und 1980 bauten sich hier der Chefarzt und seine Ehefrau eine der erfolgreichsten Urologiepraxen der ganzen Stadt auf. 1988 verstarb dieser Arzt auf unbekannter Weise. Mysteriös ist nur, dass sein Grabstein zum Beispiel bis heute angeblich bei diesem Ort liegen soll. Wie, wo und wann genau er gestorben ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Seine Ehefrau lebte also die letzten Jahre in dem Haus alleine vor sich hin, bis sie sogar 106 Jahre alt war, also eigentlich viel zu alt, um sich selber überhaupt noch zu versorgen. Bis zu dem Tag, wo sie starb, verrottete also schon ihr Haus und die Praxisräume nur so vor sich hin. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso wird ein solcher Ort denn so zurückgelassen? Hatten sie keine Erben? Doch, tatsächlich hatten sie sogar Erben. Sie hatten mehrere Kinder, aber komischerweise möchte keins der Kinder irgendetwas mit diesem Haus oder der Familie zu tun haben. Fast schon so, als wenn etwas mit dem Haus oder der Praxis nicht ganz stimmt. Gerüchten zufolge sollte sich sogar eine der Töchter, bevor sie überhaupt ausziehen konnte, in diesem Haus selbst ermordet haben. Das Internet erzählt von einem Dr. Payne, der hier praktiziert haben soll, bis hin zu Gestalten im Spiegeln, die einen beobachten sollen. Zahlreiche Mythen und Gruselgeschichten umgeben diesen Ort und viel zu wenig ist eigentlich darüber aufgeklärt. Wie ihr vielleicht merkt, ist das heute kein leichter Fall. Perfekt für Mysteries und mich und meinen besten Freund Berkant. Deswegen fahren wir die vielen Kilometer zu der verlassenen Urologenvilla Anna L., um der Geschichte auf den Grund zu gehen. Bei Nacht. Mysteries. Diese Begrüßung müssen wir sehr kurz halten, weil wir in einem sehr, sehr reichen, edlen Gebiet sind, wo andere wirklich krasse Villen stehen und uns wurde gesagt, man soll aufpassen. Ja. Das heißt, wir werden jetzt direkt ins Gebäude gehen, Leute. Und ihr habt alle gerade die Story zu diesem Ort gehört und ihr wisst deswegen auch, was das für ein krasser Ort hier ist und was für eine Vergangenheit. Das ist echt krass, ne? Guckt ihr das an. Wir kommen gerade rein und hier sind schon ganz viele Ordner. Also hier im Keller scheint wohl das Lager gewesen zu sein für die ganzen Unterlagen und sowas. Sofort lag uns ein vermoderter Geruch in der Nase. Überall Spuren von Verfall und Zerstörung. Sieht man aber davon ab, fühlt es sich an, als wäre die Zeit stehen geblieben. Leute, man ist nur im ersten Raum drin und am liebsten würde man sich schon alles direkt angucken. Und das Eklige ist, hier oben sind so richtig dicke, eklige, schwarze Motten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, ich weiß. Überall lagen Dokumente und Unterlagen. Seid euch sicher, es werden sich noch einige Geheimnisse offenbaren. Oh mein Gott. Das ist wie in so einem Horrorfilm. Ist echt so. Leute, wisst ihr, wo man sehen kann, wie alt dieses Haus ist? Oh, yo. Ich wollte eigentlich was anderes zeigen, aber hier ist einfach echt eine tote Maus. Oh mein Gott. Das tut mir leid. Aber ich wollte sagen, an der Schriftart dieses Buches, seht ihr das? Guck mal, wie uralt das ist. Auch hier die ganzen Unterlagen. Es ist alles uralt, Leute. Ey, jeder Raum ist interessanter als der nächste. Es ist so krass. Guckt euch das an. Alter. Oh mein Gott. Boah. Boah, das
das sieht echt geil aus. Ja. Hier ist ein uralter Toaster, Leute. Guck mal, wie verrostet der ist. Der Keller schien wie ein Ablageraum für Akten, aber auch überflüssige Haushaltsgegenstände. Wenn das nicht schon beeindruckend genug wäre, hatten wir keine Ahnung, was uns noch erwarten würde. Guck mal, vor allem hier überall Unterlagen gelagert, überall. Ja, nach oben. Überall, wo es gepasst hat, ja. Diese Zettel. Krass. Wenn sich wer wundert, was das alles für Zettel sind, die da gelagert worden sind, das sind alles Berichte von Patienten. Also hier steht halt genau, welcher Patient das ist, was er hatte, welche Diagnose, welche Krankenkasse. Das steht hier alles in diesen Teilen drin, die hier überall gelagert sind. Und da seht ihr auch, hier zum Beispiel ist 1983 bis 84. Und das geht halt chronologisch, ne? Das heißt, da hinten ist 70er, hier ist 80er. Aber anscheinend sieht es so aus, als hätten Vandalen alles schon rausgeschmissen und rausgeräumt. Das ist hier echt. Jo, guck mal, wie alt. Oh mein Gott. Alter, das ist geil. Weißt du, was mir noch viel mehr Angst macht? Dieser Schnuller da drüber. Okay. Da oben sind auch noch alte Skier. Junge, geil. Krass, ne? Hier war wohl ein Weinkeller. Ja, die hatte einen eigenen Weinkeller. Ey, guck dir das mal an. Das ist unvorstellbar. Also ihr glaubt nicht, auch was das... Das hier ist halt wirklich, ihr sagt, wirklich so ein Reichengebiet. Ja, ja. Und wie man halt sehen kann, es gab hier tatsächlich einen Weinkeller. Das sind extra Weinschränke. Hier ist auch noch ein Raum. Alter, oh nein. Das sieht aus wie eine Fahrrad. Oh nein. Ey, hier ist Essen, aber richtig durchgeschimmeltes. Und hier ist es sogar offen. Wer dachte, dass in diesem Keller nur Wein und ein paar Akten gelagert wurden, lag leider falsch. Auch jegliches Essen wurde hier verstaut. Soßen, Konserven, das alles teilweise unverschlossen und ungekühlt. Seid froh, dass ihr es nur ansehen müsst und euch der Geruch erspart bleibt. Junge, er packt's einfach an. Er packt's einfach an. Bist du krank oder was? Handschuhe, na und? Okay, jetzt kommen wir in den oberen Bereich. Wir gingen hoch zum Eingangsbereich. Draußen fing es langsam an zu dämmern, was die Atmosphäre natürlich noch intensiver machte. Okay, hier schien die Rezeption gewesen zu sein. Es liegt zwar echt noch viel rum, aber es ist so traurig, dass Vandalen hier Zerstörung anrichten und alles kaputt machen. Das ist so traurig. Oh mein Gott, Berghand. Du musst jetzt sofort herkommen. Hier ist ein Behandlungsraum. Nein. Und du wirst nicht glauben, wie der aussieht. Ach du heilige Scheiße. Überall finden sich Zeugnisse längst vergangenen Lebens, Hinterlassenschaften, Medikamente und sogar etwas, wovon wir dachten, dass es nur ein Gerücht sei. Hey, hier ist dieser Grabstein, oh mein Gott. Aber warum hat man im Haus einen Grabstein? Das frage ich mich auch. Ey, das ist so komisch. Das ist echt creepy, ne? Irgendwie stimmt das hinten und vorne nicht. Und hier sind aus innerem Grund Puppenteile. Ohne Scheiße, wenn es ein Lost Place gibt, der unheimlich ist, dann ist es dieser. Das stimmt auf jeden Fall. Da geht's auch nochmal hoch. Also wie ihr sehen könnt, das Gebäude ist riesig. Es ist wirklich riesig. Und das stinkt hier irgendwie wirklich nach irgendwie eine Art von Krankenhaus. Aber das sieht halt auch aus wie so ein Hinterzimmer für die Ärzte. Ja, ich denke auch, dass es das war. Guck mal, Leute, wie viel hier noch rumliegt. Also ganz viele Sachen, ne? Ey, Leute. Steht da Mom? Ja, das ist ein Brief an die Mutter. Strom. Schlimm. Als sonst. Naja, der Regen wird bald wieder aufhören. Wie geht es, Oma? Boah, ich finde, alleine die Art und Weise, wie das geschrieben ist, ja, ist schon so einem alten Stil, weißt du? Das ist einfach, so würde heute keiner mehr sprechen. Stimmt. Ist sie immer noch bei uns oder ist sie schon nach Hause gefahren? Es tut mir leid, dass sie plötzlich nicht mehr mit wollte. Mit wollte als Papa
mich als Papi mich nach Frankenburg brachte. Ich hoffe, der ist zum Kannibalen. Nee, das hieß Rotenburg. Das Haus schien, als würde es mit uns reden und uns einiges über die einstigen Bewohner erzählen. So viel, dass es sich fast falsch anfühlt. Überall liegen private Bilder und Briefe. Uns wurde schnell klar, der Name Anna L. existiert nirgends. Es war nur ein Deckname für diesen Ort. Nach dem Tod von Dr. Karl Kraft hatte die Witwe Hildegard Kraft die Praxis an andere Ärzte weitervermietet. Denn laut der Briefe der Kinder scheint es so, als hätten Hildegard und Dr. Karl Kraft weit über ihre Verhältnisse gelebt. Das könnte ein Grund sein, warum sich alle Kinder mit der Zeit abwenden. Boah. Aber hier auch nochmal wieder ganz viel Lektüre. Unterlagen. Dein Penis? Ja, wie bitte? Deine Größe, oder? Ja, genau. Das ist meine Penisgröße. Oh Mann. Oha, oha. Das ist halt echt noch. Ja, krass. Ich könnte mir vorstellen, dass hier war ein Krankenzimmer. Wenn man sich das Bett anschaut. Injektionsharz. Alter. Hier ist auch noch alles drin, ey. Heftig. Das ist. Was ist los? Nicht hin. Was ist? Geh vor, Junge. Was ist denn? Geh da nicht hin. Guck nach. Ist? Guck nach. Nein, Berkan, was ist jetzt? Doch, guck nach, Junge. Bitte guck nach! Oh mein! Der Raum ist auch noch dunkel, alles ist hell, ne? So relativ. Ach du heilige Scheiße! Dieser dreckige Raum. Hab ich direkt keine. Ey, ich hab ein richtig ungutes Gefühl, ich weiß nicht, das ist so unheimlich. Das ist so creepy. Man könnte denken, dass jeden Moment der Urologe mit seinem Werkzeug ins Zimmer kommt. Wären da nicht die Spuren von Verfall und Vandalismus, die dies als Illusion entlarven und einen auf den Boden der Realität zurückholt. Pinzetten, Scheren, Spritzen mit eingetrockneten Blutresten, alles noch da. Ganz abzusehen von dem strengen Geruch, der übrigens daher kommt, dass hier auch eingelegte Organe waren, um den menschlichen Körper in verschiedenen Krankheitsphasen zu untersuchen. Also das ist mit Abstand eins der gruseligsten Dinge, die ich je bei einem verlassenen Ort gesehen habe. Auf jeden Fall. Boah. Auf jeden Fall. Hallo liebe Besucher, Vandalismus ist eine Sache der Intelligenz. Hier wird festgestellt, wie intelligent ihr seid. Wir würden uns freuen, wenn andere Menschen noch Freude an diesem Ort haben dürfen. Man kann die Dummheit und das Nicht-Gönnen anhand der Verwüstung sehen. Leute, ohne Scheiß, richtig geiler Zettel, den sollte man öfter in Lost Places auslegen. Lass mal auch sowas super machen. Cool. Ist ehrlich so, ne? Ganz ja? Ehrlich, ich werde solche Dinge ausdrucken und vorbereiten. Ja. Machen wir. Ich finde das ist so gut so, weil Leute, seht ihr, wie das hier aussieht? Das sieht zwar schon extrem krass aus und für uns ist es gerade einzigartig, das zu sehen. Aber ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wie krass das mal aussah. So ganz neu, als es verlassen war, ne? Ja. Und in dem Raum hier kriege ich echt ein ungutes Gefühl und Angst, weil man hat das Gefühl, als wenn hier gleich ein Patient reinkommt und sich da hinsetzt. Es ist unglaublich, wirklich gruselig. Und das ist echt so aus den 70ern, 80ern. Oh mein Gott. Pass echt auf. Der Boden ist hier richtig eingebrochen, ne? Jetzt guck mal da, hier sind auch so Blutflecken. Ich frage mich, ob die echt sind. Okay, auf jeden Fall kranker Raum. Lass uns weitergehen. Ich frage mich, was uns noch so erwartet. Mal hier hing mal auf jeden Fall eine OP-Lampe. Siehst du? Ja. Eine Zigarre, okay. Guck mal, hier siehst du noch den Dingens. Boah, die Asche. Ja, die Asche. Dass diese Villa mal eines Tages wunderschön war. Jetzt geht's nach oben, ne? Pff, waren wir hier? Hier waren wir, das ist der Eingangsbereich. Wir kamen aus dem Keller. Hallo. Ach ja, stimmt. Alter. Musst du aufpassen, ne? Ja, ich weiß.
hier war auf jeden Fall ein Wohnbereich, komplette Küche. Das ist so krass, Leute. Guck mal, dieses uralte Bügeleisen hier. Selbst in der Pfanne ist noch Fett drin, geschimmelter. Dem Schimmel überall zu urteilen, sind wohl schon ein paar Jahre vergangen, seitdem hier das letzte Mal etwas zubereitet wurde. Was ist das? Das hat die drei Beine. What? What? Okay. Und hier riecht es wieder ganz unangenehm nach Urin. Oh, guckt euch die alten Schrauben und alles an. Es ist heftig. Ich dachte, da steht ein Kind. Guck mal nach da. Wenn deine Taschen... Leuchte mal nicht. Guck mal, mit dem Licht sieht das aus wie zwei dünne Beine da hinten. Siehst du, von dem Klavier oder was es ist? Boah, Berghand, hör auf. Ich hab ein Fenster. Boah, hör doch auf, Mann. Er sagt einfach, da steht ein Kind. Ja, ich dachte. Das riesige Wohnzimmer. Okay. Guck, wie groß dieser Schrank ist oder was auch immer das ist. Das ist echt so. Na, guck mal, hier ist alles irgendwie so gefühlt doppelt so groß wie normale Sachen. Ich könnte mich da reinlegen, ne? Boah, schon mal vor, da liegt so einer drin, versteckt sich und... Boah. Ich schau, wenn ich hier was hören würde, ich würde mich da drin verstecken jetzt. Ja, schön, was soll ich da machen? Ja, weiß ja nicht, bist groß, hast Pech gehabt. Hier steht ein Flügel. Oh mein Gott. Ich dachte, das sei. Ach du Scheiße. Okay, mal gucken, ob es noch geht. Boah, das ist ganz creepy. Das Gefühl, das verflucht mich, wenn ich weiterspiele. Irgendwie, dass ich irgendwas von diesem Lost Placement nach Hause nehme. Mittlerweile ist die Nacht über der verlassenen Urologenvilla eingebrochen. Was dafür sorgt, dass Faszination und Angst nicht mehr weit auseinander liegen. Voll krasse Markensteine wie Klavier. Weiß ich nicht. Boah, Leute, das ist so unglaublich. Merkan, pass auf, das Spiegelbild. Ich bin bewaffnet, keine Sorge. Ich nehme den Purple jetzt mit. Schaut mal, was hier liegt, wirklich noch ein Buch, als hätte gerade jemand darin gelesen. Umgedrehtes Pentagramm schon wieder? Genau, wie in der Küche. Okay. Mit den Zahlen und so. Ist creepy. Ja. Oh, Leute. Ach du heilige Scheiße. Da will ich gar nicht weiter reingehen. Die sieht echt gut aus. Die sieht echt nice aus. Die würde ich tragen. Ja. Okay, das heißt, hier geht jetzt noch eine Treppe nach oben. Boah, die sieht... Zwei Stockwerke. Oh, was? Ja, ich dachte, das ist das Letzte. Dachte ich auch. Ja, komm, ab nach oben. Wünsche mir Glück, hier ist anscheinend schon eine Taube oder so gestorben, so viele Federn gewesen. Oh mein Gott. Ey, ohne Scheiß, wie viele Räume die hatten, ne? Das ist unglaublich. Ein ganz alter Schallplattenspieler. Boah, was ist das für ein riesen Schlafzimmer? Das ist so groß. Hey, sieh mal, der sieht creepy aus. Ja. Ist echt so. Und da drunten, guck mal da, direkt noch auf dem Spiegel, das Teufelszeichen. Juwelier, hier war wahrscheinlich was ganz Teures drin. Irgendeine Uhr oder eine Halskette, ein Armband. Wenn du dir vorstellst, wie das mal früher aussah, die Menschen, die hier gelebt haben, die hier geschlafen haben, die hier Kinder gezeugt haben. Und keine Ahnung. Und jetzt guck dir das mal an, so, jetzt ist das so ein Lost Place, weißt du? Ja.
Das ist unglaublich. Stell dir mal vor, das würden die Menschen sehen, die hier gelebt haben. Das ist doch schockierend irgendwie, oder? Ja, und wir laufen hier durch und erkunden das. Und keine Ahnung, was haltet ihr davon, Leute? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Aber ich finde das einfach irgendwie krass so, ne? Also hier haben mal zwei gelegen. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt nicht mehr. Jetzt sieht es so aus, wie es jetzt aussieht. Die Paradoxie zwischen Luxus und Verkommenheit hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Als wäre man am falschen Ort zur falschen Zeit. So bin ich damals aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Ich bin auf einem Pferd geritten, da war ich noch 7. Aha. Guck mal jetzt, guck mich an. So ein hübscher junger Mann geworden, ne? Siehst du? Krass. Ich war schon damals schön. Ja. Und Adel. Adelig. Ey. Hast du es gehört? Ja, Stimme. Das hat sich angehört wie eine Frauenstimme oder so. Ich weiß. Hab ich gerade aber auch schon gehört. Das Badezimmer eingekriegt. Oh mein Gott. Boah, hier steht auch noch super viel rum. An Medizin, an Hygieneartikeln. Krass. Lass mal so Seife mitnehmen und es dann zu Hause waschen. Alter, was? Hast du einen Clown gefrühstückt heute, oder was? Immer. Das fand ich. Diese Schäfer, die im Keller gesehen haben. Hier sehen wir sie in Action. Das ist so krass, ne? Geil. Im Keller sieht man die Schäfer und hier sieht man die auf den Fotos. Hier in Bergen. Krank. Krass. All die Bilder, die Briefe. So langsam reiht sich alles zusammen. Was einst eine glückliche Familie war, ist jetzt Vergangenheit. Und wir machen eine Reise in diese Zeit. Muss ich hier noch 71? Heftig. Ja. Das ist ein geiles Foto. Das ist aber auch die letzte Etage, glaube ich. Ja. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Das knackt so. Ich weiß. Stütze ich ein bisschen an der Wand auf. Wir erkundeten also das letzte Stockwerk. Auch hier waren Schränke und Schubladen prall gefüllt mit Kleidungsstücken und versinnbildlichen den modischen Wandel über Jahre hinweg. Genauso wie uralte Bücher und Lektüren, die überall verstreut waren. Also anscheinend haben wir viel gelesen, sehr viel. Aber ich meine, natürlich, 1970 gab es auch noch nicht standardmäßig über den Fernseher und sonst was. Logisch, dass sie viel gelesen haben. Ja, die waren ja auch schlau, ne? Man ist ja nicht umsonst Arzt. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass man schlau ist, aber... Ja, theoretisch man schon. Man ist gebildet, so, ja, würde ich sagen. Danke. Richtig, hast recht. Guck mal hier auch. Zeig mal Lektüre und sowas zu Wunden und OPs, Knochen. Heftiger. Noch ein Badezimmer natürlich für oben auch, darf auch nicht fehlen. Ja. Guck mal, es geht sogar noch nach oben. Alter. Wer will zuerst? Schnick, schnack, schnock. Scheiße, Mann. Ja. Immer, so Arsch, immer die Schere. Boah, Bergan, ich hab so Angst, ne? Okay. Hier oben ist aber nicht viel. Gar nichts, um genau zu sein. Wieder runter. Ja, komm. Das ist echt gefährlich, Leute. Ja, pass nicht auf. Nicht nach. Gerade mit einer Kamera in der Hand. Auf jeden Fall eine der Top Lost Places. Oder? Wir haben es geschafft. Der Ort war wirklich einzigartig und einer der interessantesten Orte, die wir je besucht haben. Aber ob hier was faul ist, wir glauben nicht. Dieser Ort wirkt zwar extrem irreal und unheimlich, aber für uns haben sich im Laufe unserer Erforschung die einzelnen Puzzleteile zusammengesetzt. Dieser Ort gibt nichts weiter als ein Blick in die Vergangenheit der Familie Kraft. Wo einst eine glückliche Familie lebte und arbeitete, ist heute eine Zuflucht für Fremde und Vandalen,
Die Erben haben diesen Ort wahrscheinlich schon lange vergessen. Klar gibt es Fragen, die offen bleiben, aber diese werden sich nie beantworten lassen. Das war es von diesen Mysteries. Ich bedanke mich so sehr fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns bei unserem nächsten gemeinsamen Abenteuer wiedersehen. Bis dann!